Viren, Bakterien, Schweiß, also in unseren Klamotten, da sammelt sich mit der Tragezeit ja so einiges, was man eher nicht auf der Haut haben möchte. Doch, der Waschmaschine sei Dank, ist das Ganze ja schnell und einfach wieder raus. Aber ist die Wäsche auch wirklich immer sauber nach dem Waschen? Wir zeigen Ihnen, was Sie unbedingt beachten sollten, damit Keime keine Chance haben. Hygienecheck im Waschsalon. Viren, Absonderungen, Schweiß. Auf die richtige Temperatur kommt es an. Ich würde das auch nicht mit 95 Grad waschen. Ja, das wird dann ein bisschen noch kleiner. Ist aber auch schon sehr klein, ne? Die Waschmaschine, ein Brutbecken für Bakterien. Wenn ich Ihnen beweisen würde, dass bei 40 Grad in der gewaschenen Wäsche noch Bakterien sind. Jetzt fangen Sie an zu denken. Horst Veit auf dem Weg in den Waschsalon. Der Fachmann für alles, was nicht ganz sauber ist, weiß, oft lauern Keime und Bakterien noch nach dem Waschgang in Shorts, Shirts oder Schlüpfer. Besonders problematisch sind Wäschestücke nach Krankheit. Da habe ich dann Bakterien, Viren in einer sehr, sehr hohen Anzahl in der Wäsche. Sauber ist noch lange nicht unbedenklich und weiß nicht automatisch sauber. Denn Keime und Bakterien fühlen sich bei 30 oder 40 Grad in feuchter Umgebung so richtig wohl. Tipp 1 vom Experten, Mindesttemperatur 60 Grad, wenn es das Label zulässt. Apropos Label, viele Symbole, reichlich Verwirrung. Was bedeutet dieses Symbol? Nicht schleudern. Nein, falsch. I don't know, keine Ahnung. Das heißt, dass man es bügeln kann. Ja, aber wie? Wie? Das weiß ich nicht, also. Ich würde sagen, das ist ohne Schleudern, würde ich sagen. Nicht? Okay. Nächstes Problem, das richtige Waschmittel. Ah, Sie drücken Color. Ja. Aber Ihnen ist schon klar, dass Vollwaschmittel eigentlich aktiver wird. Ja? Ein Vollwaschmittel ist allemal besser als ein Colorwaschmittel. Der Test beweist, die Keimproben oben, entnommen von Kleidungsstücken, die mit Vollwaschmittel gereinigt worden sind, wesentlich weniger belastet als die unteren Proben. Denn Bleichstoffe in Vollwaschmittel töten die meisten Bakterien ab. Wichtig auch, Trommel- und Waschmittelfach nach dem Waschgang immer offen und austrocknen lassen. Wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wird, bildet sich Schimmel. Und wir haben dann eine Schimmelbildung, womit die Wäsche beim nächsten Waschgang kontaminiert wird. Besonders hartnäckige Rückstände in Zwischenräumen oder Schläuchen werden übrigens durch spezielle Waschmaschinenreiniger beseitigt, damit die Keime nicht von einem Waschgang in den nächsten übernommen werden.